Aber Pfui Teufel, das ist ja nicht mal ein Häube. Grüßt euch alle miteinander, Servus und Hallo, ich bin's, der Sippel. Kleiner Schatz, ich habe mir heute überlegt, ich mache wieder ein Video auf Bayerisch. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr mal ein Video auf Bayerisch gemacht. Da habe ich Zuschauer von mir versucht anzurufen auf Bayerisch. Bayerisch muss ich dazu sagen, ich kann nämlich kein Bayerisch. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben, wenn ihr auf das i klickt, kommt ihr da drauf. Super witzig geworden und genau weil ich kein Bayerisch kann, fand ich es noch extrem witzig. Aber das fanden nicht alle so, weil gerade die Bayern haben sich ein bisschen angegriffen gefühlt, wie schlecht man Bayerisch ist. Entschuldigung an dieser Stelle, aber genau diesen Kommentaren, die gesagt haben, bitte kein Bayerisch mehr, denen habt ihr es zu verdanken, dass es wieder ein bayerisches Video gibt, weil, ich meine, ist ja logisch, ich richte mich nicht nach denen, die mir sagen, ey, das darfst du nicht machen, das sollst du nicht machen, sondern ich nehme genau denen ihre Informationen und denen ihre Kommentare teilweise jetzt auch und nutze das, um einfach was Neues zu schaffen und genau wieder was, was sie nicht haben wollen. Weil ich meine, ein paar wollten das sogar und natürlich mache ich es nur für euch. Aber auch, hallo, wenn mir jemand Steine in den Weg legt, dann baue ich da natürlich was drauf. Und das solltet ihr in eurem Leben übrigens auch machen. Das ist jetzt schon mal vorneweg das Motto von diesem Video. Wenn euch andere Steine in den Weg legen oder Zitronen schenken, macht wirklich was Neues draus. Und dann habt ihr da sogar noch was gewonnen. Nicht nur an Selbstbewusstsein und nicht nur an so, hey, ihr könnt mir nichts anhaben, sondern ihr schafft daraus sogar noch etwas. Also, das ist schon mal die Quintessenz vorneweg von diesem Video. Und wie moi, was soll ich noch sagen? Jetzt wünsche ich euch halt mal viel Spaß bei meinen Bayerischkenntnissen. Und ich habe übrigens auch niemand vorgeschrieben, dass er den Kommentar auch auf Bayerisch schreiben soll. Aber das haben alle da. Ihr seid praktisch selber schuld, die ihr die bayerische Kommentar sogar geschrieben haben. Danke für die Videoidee. Fangen wir gleich mal mit meinem Top-Favorit an. Ich meine, so ein liebes Kommentar und so ein netter Bub. Dein Tiefsbäuerisch ist mal Brunz-Scheiße. Und wenn's das nicht kostet, dann lass doch bleiben und versuch die nicht Fame zu machen. Jo, lieber Stefan, das tut mir sehr leid, dass ich deine tiefe bayerische Ehre verletzt hau. Ich werde auf keinen Fall mehr einen bayerischen Kommentar von mir lassen. Aber vielen Dank, dass du dir die mir gegeben hast und mir einen netten zweizeiliger Kommentar geschrieben hast. Das freut mich sehr. Ich weiß gar nicht, ob das gerade bayerisch ist, was ich schwätze, aber ich mach's einfach. Vielleicht ist auch Schwäbisch. Schwerbeländle liegt ja irgendwo auch in Bayern. Und deswegen lassen wir das heute mal durchgangen. Der Sippi, mein Spitzel, hat mir noch geschrieben. Habe die Ehre, Alter. Wie geht's dir denn heute, ha? War das schön, wenn du das nochmal musst? Schöne Grüße, der Sippi. Mei, Sippi, ich erfüll dir heute mal deinen Wunsch. 4 Monate, nachdem du den Kommentar geschrieben hast. Jetzt hast du das Video. Jetzt schmeiß ich auch mal mehr bayerisch. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, du siehst das Video mehr und liebe Grüße an deine Großeltern. Der Ladonex, der kommt auch gerade vom Kiermelger. Der hat gerade die Zuckerlok gestreichelt und war ein wenig im Stahl unterwegs, hat ein wenig Mirschgrub ausgeräumt. Und der hat mir auf jeden Fall geschrieben, ich bin auch ein Bayer. Das freut mich halt, dass du mir das jetzt mitgeteilt hast. Super, bleib dabei, bleib Bayer. Wir Bayerer sind wir. Gefällt mir. Der Summi, der sieht vom Bild her nicht aus wie so ein Bauernbauer. Das kann mehr so in die Richtung YouTuber. Das kann ein YouTuber sein, müsst ihr mal aufmerken. Servus, also dafür, dass du aus Bayern kommst, stimmen ein paar Sachen auf euch nicht. Das tut mir sehr leid. Ich hab's schon mal erwähnt, ich kann nicht so gut bayerisch. Ich gebe mir wirklich gräschte mir, aber es ist gar nicht so leicht. Weil ich bin so jemand, ich mach's eigentlich eher wegen Hochdeutsch. Und ich komme nicht aus Minge und ich komme nicht aus Oberbayern oder Allgäu oder was es da alles nur gibt. Aber klar macht es mir auch Spaß, auch wenn ihr mal Kultur in die Videos reinzubringen, damit ihr auch mal was davon habt. Ich meine, ist ja praktisch wie so eine ausgestorbene Rass, das Tier für bayerische Urgestein. Ja, so ein schlichtes Bayerisch. Ich weiß. Ich weiß wirklich. Es tut mir auch sehr leid. In die Sterze, mir tut es echt leid, dass du das in deine Ohren mit Ohrherren hast, Mister. Ich hoffe, du bist noch nicht als Bärs. Die Sunny, auch ein ganz liebes Madel, du, wenn dir ein Dirndl auch da hängen Glocke raus, also ich kann das sagen, die schreibt nämlich, also manchmal hört sich's falsch schon ein wenig komisch an. Kann aber auch sein, dass es an der Region liegt, wo man mir herkommen. Das ist wahr, weil Bayern ist tatsächlich relativ groß und ich meine, jeder spricht ein wenig anders. Und weil ich verstand zum Beispiel die vom Bayerischen Wald und die von Passau und was weiß ich, wo es alle herkommen, die verstand ich halt auch gar nicht. Und deswegen, das ist schon gut möglich. Ein anderer Kommentar ist noch von der Helpful Princess, der hat mich auch sehr gefreut, wirklich im Herz erwärmt. Das war so ein schönes Gefühl, als ich den Kommentar gelesen habe. Ja, servus Maxel, das hast du aber ganz raffiniert angestellt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du es so super nachbringst.
Und dann hat es sogar so einen Daumen nach oben gegeben. Das hat mich natürlich auch gefreut, weil ich meine, ich blog mit der Mia Deckel, dass ich da einigermaßen ein gescheites Bayerisch Asse bringe. Also wenn es euch auch irgendwie gefällt oder ihr das cool findet, dass ich mal so Bayerisch schmatze, dann könnt ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Oder wenn ihr mich einfach unterstützen wollt, dann sehr gerne. Wenn ihr aus Bayern kommt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, auch gerne in Bayerisch. Und dann lese ich vielleicht noch mehr Kommentare vor, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Das Blumenmodel und zwei Gesuffer. Oh, das war jetzt... 3. Du Schwäbisch voll echt stark. Mir in der Oberpfalz können die voll gar nicht verstehen. Aber Schwäbisch verstehe ich natürlich auch. Seid ja nicht aus der Welt. Meine Freundin aus dem Allgäu redet auch nur Schwäbisch. Scotcher. Freut mich, dass du so Toleranz und Jungsmadel bist und auch die Schwaber ein bisschen verstehst. Das ist richtig gut, weil man sollte natürlich immer weltoffen sein und auch die anderen Dialekte und bayerische Dialekte vor allem natürlich auch kennenlernen. Ich meine, mit Plattdeutsch, da müssen wir dann jemand anders, wie zum Beispiel die echt abgedrehte Sanna oder mir, die auch immer heißt, die hat eher so der Plattdeutsch. Aber da bin ich jetzt auch nicht so der Spezialist dafür, aber man sollte auf jeden Fall die anderen Dialekte auch tolerieren. Das ist ganz klar. Und ja, spitz dein Mien nicht. Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, das weiß ich selber nicht, was das überhaupt heißt. Menschens Kinder, jetzt hab ich schon wieder einen Eichkatzenschwarf im Gesicht. Ich hasse, wenn mir das passiert. Das passiert mir so oft, ich höre Eichkatzenschwarf. Ich weiß nicht, wo die immer herkommen, aber das ist... Ich kenne das Problem. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, auch mal wieder mich in meinem ultraschlechten Bayerisch zu hören. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und schreibt gerne mal einen Kommentar auf Bayerisch oder in eurem Dialekt. Dann kann ich mal ein Video machen, in dem ich einfach eure Dialekte vorlese. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ansonsten abonnieren kann man mich hier, wenn ihr hier hinklickt und auch mein letztes Video auch hier anschauen, wenn ihr auf die Infokarte klickt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.